Hallo Welt, da sind wir wieder. Nichts Aufregendes in der Kirche gefunden, es sei denn, ich habe etwas übersehen. Aber erstmal gehen wir noch vor Dunkelheit, Anbruch der Dunkelheit, gehen wir durch diese rote Tür dort hinten. Hier war eine Notiz, mit der wir aber nicht mehr allzu viel anfangen konnten, außer wir könnten nochmal in das Bürgerrathaus, in das Rathaus des Bürgermeisters. Hat der Bürgermeister auch ein anderes Rathaus? Oder gibt es Rathäuser für andere Blechdosen? Und ja, da können wir nochmal rein und vielleicht können wir ja diese Laserschranken, diese 30 oder 60, wie viel haben wir gezählt? Haben wir die alle gezählt damals? Ich glaube, das ging schief. Ja, vielleicht können wir die wieder aktivieren. Vielleicht aber auch nicht. Man weiß es nicht. Wir sind jetzt auf jeden Fall hier, bauen noch einen Laden auf. Also in Jamaica Plain, hier sind wir natürlich. Bauen noch einen Laden auf und was haben wir denn? Wir haben die Klinik und die Bekleidung und wir brauchen Gastronomie für die Moral. Und dann bauen wir erstmal das, was Holz. Naja, bauen wir erstmal eine Bar. Moment. Immer noch keine Bar bauen können? Warum nicht? Was stimmt hier nicht? Kein Platz mehr, kein Bauplatz. Ja, umso besser. Dann können wir doch hier gleich ein paar von unseren Waffen wegwerfen und einlagern und für Bauplatz sorgen. Okay, ablegen, ablegen und ablegen. Was haben wir noch hier? Okay, Impro-Repetierer-Scharfschützen ablegen. Kampfflinte, die behalten wir jetzt. Das müssen wir mit den Ghoulen mal testen, wie das so läuft. Obwohl es gibt bestimmt noch eine Kampfflinte extra gegen Ghule. Na egal, dann machen wir das aber erstmal so hier. Ach was, die lagern wir doch sowieso ein. Können wir auch abwerfen jetzt. Na gut, dann soll es das doch erstmal gewesen sein. So. Ach ja. Alles einlagern schön mit Tabulator und E und wir können wieder bauen. Ja, wir können wieder bauen und zwar einen Laden. Laden, Laden, was wollten wir denn? Einen. Wir wollten doch eine Bar bauen. Gastronomie. Gastronomie und eine Bar. Und die stellen wir genau neben die Klinik. Können die Leute, wenn sie sich zusammengeflickt haben, dann können sie sofort sich danach einkümmern. Wo ist denn hier jetzt? Wo, wieso? Was ist hier los? Alles rot hier. Gibt's doch nicht. Neben der Klinik hätte ich das gerne. Neben der, oder hier hin, hinter die Klinik? Hinter, ah, ja gut, dann eben so hier, im Gang mit ne, warum eigentlich nicht weiter, naja. So war doch schon gut. Okay, wir machen das anders, mit E gedrückt halten und ihr seht, das war doch grün vorhin. Ah. Ein bisschen schräg aufbauen, bitte. Ja, okay. So soll's reichen. Gastronomie. Okay. Was brauchen wir denn noch hier? Einen Handelsplatz für, wenn wir mal weiterbauen wollen hier. Dann wäre es ja ganz nett, wenn wir hier Kupfer bekommen könnten. Moment. Kleidung. Dann bauen wir doch den Kupferstand. Das Kupfer- und Öl-Spezialgeschäft bauen wir doch direkt gegenüber auf hier. Somit wird unser geplantes Feld hier dann jetzt erstmal vorläufig zu einem Markt- und Handelsplatz. Ist das nicht beides das gleiche? Ich glaube schon. Und ich denke, das reicht. Wir könnten noch Rüstung und wir könnten Waffen. Ja klar, aus Waffen kriegt man ja, bekommt man ja auch Kupfer, wie ich immer sage. Aber das Einzige, was mir dazu noch einfällt, wäre ein Restaurant. Und das bauen wir dann direkt daneben. So, okay. Jetzt können wir, was können wir denn jetzt eigentlich? Was wollten wir? Oh mein Gott, mein löchriges Gehirn und ich. Wir sind uns wieder mal nicht einig. Was machen wir denn jetzt? Was machen wir? Was hatten wir vor? Wir wollten, genau, jetzt weiß ich wieder. Wir wollten die Ärztin anziehen, damit wir sie auch immer wieder erkennen. Schon mal. Verstehe. So lange dauert es, eine Ärztin zu bekleiden. Wahrscheinlich geht es schneller, sie zu entkleiden.
War das jetzt gemein? Es war nicht böse gemeint. Es war irgendwie, ich weiß auch nicht. Es war nett gemeint, es war lieb gemeint und es war wirklich nicht böse gemeint. Wir gehen jetzt hier raus, sagen eh. Hey, du siehst aus, als könntest du einen Drink vertragen. Das von einer Ärztin zu hören, ich finde es faszinierend. Ich will ein paar Sachen mit dir tauschen. Na klar. Genau, wir wollen tauschen. Tauschen, tauschen, tauschen. Wo haben wir denn Kleidung, Flanell? Laborkittel, genau. So, den darf sie auch gleich anziehen. Tee. Und hervor kommt ein Ledermantel, den sie getragen hat. Okay. Raus hier. Was war das jetzt für ein Geräusch? Haben wir hier jetzt irgendetwas abgenommen? Möchtest du einen Drink haben? Das hat sich jetzt angehört, als hätten wir irgendwo abgebissen. Haben wir irgendwo? Nee. Diesmal war das Geräusch nicht da. Seltsam. Was darf's sein? Ach, was mache ich denn? Was gehört, Doktor? Wie immer, wie immer. Doktor. Super, oder? Ich wusste nicht, dass das geht. Das war jetzt ein Zufall, oder? Ich sag demnächst in der Bar auch, in der Kneipe, um die Ecke, werde ich dann auch sagen. Und, gibt's noch was, Doktor? Klar. Moment, es gibt gar keine Kneipen mehr. Nach dem Anti-Rauchergebot in Kneipen gibt es gar keine Kneipen mehr. Die haben zumindest bei uns hier im Dorf, haben die alle zugemacht, so nacheinander. Es gibt, glaube ich, wenn überhaupt noch eine, und das ist höchstens, wenn überhaupt eine Szene-Kneipe. Da ist also nichts Gemütliches mehr. Soweit ich weiß, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, wenn jemand was weiß, aber ja, die Lieblingsstammkneipe, die man schon seit was weiß ich wie vielen Jahrzehnten besucht hatte, die gibt es nicht mehr. Ich glaube, wir müssen weiter. Wir können hier gar nicht mehr viel ausrichten. Es war ja auch eigentlich nur gedacht, wo ist sie denn? Curry, hier ein wenig die Gegend zu zeigen. Wir müssen zur nächsten Siedlung. So sieht es nämlich aus. Und wir handeln vorher vielleicht. Ist mit der Entschuldigung. Nur zu. Die Kleidung kannst du direkt anziehen. Ein Tag vergangen. Zeig mal, was du so hast. Hier ist mein Angebot. Aber ich glaube, sie hat noch nichts Neues für uns. So, blaue Jacke. Wäre ja für einen Händler ganz gut. Geflickte blaue... Na, nee, lieber nicht. Nein, nein. Die bleiben alle gleich und wir werden auch in Hangman's Alley eines Tages die Händler korrekt anziehen. Sie hat nichts. Sie hat nichts. Sie hat gar nichts, was wir haben wollen. Deswegen, wir sind aus der Kirche dort raus. So sieht sie übrigens von vorne aus. Und so sieht sie von vorne aus, wenn wir davor stehen. Na gut. Ach, man kann auch erkennen, dass es eine Kirche ist. Da oben kann man sich vorstellen, wie der Kirchturmdach aussieht. Der Kirchturmdach. Ja, der Kirchturmdach. Was machen wir jetzt mit der Kirchturmdach? Wir gehen jetzt einfach in die nächste Stadt. Bevor die Folge gleich wieder vorbei ist und der Tag vorbei und dann bin ich wieder ganz, ganz schlecht gelaunt. Und so muss man dann schlafen. Warum nur? Kinderkrippe? Ja, Kinderkrippe Greentop. Obwohl ich glaube, waren wir da nicht schon mit ihr? Wieder zurück? Nein? Ja. Ja, das war ein Scherz. Traurig werde ich sein, natürlich. Ich würde lieber wieder, ja, wie am Anfang, was weiß ich, 8 oder 12 Stunden spielen, weil man dann erst so richtig in Stimmung ist. Naja, dann kommt man schon wieder raus ein bisschen. Ohne Schlaf dazwischen. Einfach dann rendern und Bildbearbeitung. Na, das gab es am Anfang noch nicht. Halt wieder zurück und weiterspielen, nachdem man damit fertig ist. Aber wir sind geduldig. Wir warten brav auf die Ersatzplatte. In letzter Zeit wächst hier alles ziemlich gut. Ja, ich staune auch etwas. Und ich werde jetzt schlafen bis zum nächsten Tag, Darling. Und wir werden, wir brauchen ja gar nicht so lange zu schlafen. Wir schlafen aber trotzdem also 8, na, lieber 10 Stunden, oder? 10 Stunden sind gut. Oh Gott, wie war das mit dem Bier? Oh. Ja, es gibt so Tage, da schmeckt das Bier besonders gut. Ich glaube, heute könnte so ein Tag sein, auch wenn Montag ist. Wow.
Ja? Nein! Hallo? 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 Es ist niemand da. Wir sind um 14 Uhr wach geworden. Es ist Mittagspause. Da läuft jemand, der uns Kleidung verkauft. Hier draußen muss man sich von Tag zu Tag hangeln. Ich glaube, es ist auch eine Frau, wir dürfen ruhig sagen, die uns Kleidung verkauft. Sie uns Kleidung verkauft, bitteschön. Wo denn? Das ist die Klinik. Falscher Ort. Hey, wo wollen Sie denn hin, gute Frau? Es gibt nicht mehr viele Ärzte. Du solltest mich dich mal untersuchen lassen. Ach, na gut, so ein bisschen Strahlung. Bin ich wieder in Ordnung, Doc. Was fühlt sich denn komisch an? Beschreib mir, was los ist. Strahlung heilen, 40 Kronkorken. Ich fühle mich krank. Ich glaube, das liegt an der Strahlung. Gut, reinigen wir deinen Metabolismus. Wie sie das gesagt hat. Metabolismus. Das wäre erledigt. Hast du sonst noch Beschwerden? Ja, leider. Ich behalte es für mich. Nein, wir sind fertig. In Ordnung. Stirb mir da draußen nicht, sonst war meine Arbeit umsonst. Okay, ich versuche den Tipp zu beherzigen. Harte Arbeit, und wie jeden Tag. Wir versuchen mal immer ohne. Das Gleiche. Ja. Suchst du was zum Anziehen? Richtig. Wir versuchen und es klappt. Dann lass mal sehen, was du so hast. Hier ist mein Angebot. Was hat sie denn Schönes? Sie muss doch jetzt was haben für uns. Gefängnislumpen. Glück 1 immerhin. Regenhut, Glück 1 auch. Ja, okay. Wahrnehmung. Das ist, wir gucken eigentlich nur nach dem, was wir brauchen. Wir nehmen dann mal aus Verzweiflung das Palettenkleid hier. Pastorengewand. Nein. Sauberes grünes, na gut, das nennen wir noch schmutzige Armeeuniform. Immerhin. Ja, wir haben einiges gefunden. 144 Kronenkorken geben wir jetzt hier aus. Okay. Na gut. Aber da war doch noch was. Ich glaube, ich habe was in deiner Größe. Wie läuft es hier? Wie läuft es hier? Tja, die Leute haben sich über die Wassersituation beschwert. Darum könntest du dich mal kümmern. Ja gut, überall fehlt es an Wasser. Es fehlt an Wasser. Es fehlt einfach. Überall. Warum? Warum nur? Wir haben einen Vorrat an sauberem Wasser. Wäre alles ziemlich gut. Warum nur? Wo ist denn? Ihr habt doch hier so eine Bar. Dann trinkt doch erstmal so lange. Nein. Dann dehydriert ihr und braucht noch mehr Wasser. Ich weiß. Nee, wie geht denn das Baumenü? So. Man lernt jeden Tag dazu. Man muss jedes Mal sich wieder neu einarbeiten hier. Ja, dann bekommt die Bar gleich so ein Wasser, wenn sich jemand zu viel genehmigt hat und ein feuchtes Bäuerchen von sich gegeben hat, dann kann er sich dort gleich den Mund ausspülen. Hat doch was, oder? Noch mehr Wasser? Wasser an der Feuerstelle hier vielleicht? Wollt ihr hier Wasser haben? So. Und reicht er? Jetzt braucht ihr wieder Schutz, oder? Wasser und Essen sind 39. Schutz 44, das sollte dann aber noch reichen. Ja gut. Okay. Ja? Ja. Ja gut. Nein. So, auf zur nächsten Siedlung. Ich hoffe, hier in... Wo sind wir eigentlich? Kingsport? Nein. Kindergrippe Greentop. Ja, sie sind zufrieden. Okay, auf nach Kingsport Leuchtturm. Eine meiner Lieblingssiedlungen. Mit, auf jeden Fall. Und unser Garvey ist dort. Preston. Herr Garvey. Preston. Wir dürfen nicht mit ihm reden, denn sonst kriegen wir gleich wieder irgendwelche Siedlungsaufgaben. Geh mal dahin und befrei irgendwen oder sowas, was wir schon 150.000 Milliarden Mal gemacht haben. So oft, ja. Es ist ja schon unsere, was weiß ich, 786. Folge oder sowas. Das war jetzt geraten. Ich würde mich sehr wundern, wenn das nachher zutrifft. Wäre schön. Okay, ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn, oder? Hoffentlich ein Doppelkorn. Nein. Ja, doch. Warum nein? Oh, da steht er. Nein! Okay, die Bardame. Ja. Hier, sie hat unten den Krug drauf. Sie bekommt den Smoking. Machen wir nicht viel aus Good Neighbor. Da gibt's nichts als Ärger. Okay,
Hallo. Problem. Du siehst aus, als könntest du einen Drink vertragen. Du siehst aus, als könntest du einen Smoking Können vertragen. Können wir ein paar Sachen tauschen? Okay. Ein Smoke, obwohl das, was sie anhat, passt ja doch sehr gut, muss ich sagen. Diese Zeitungsverkäufer, Mütze, Kappe und dann noch dieses Gewand dazu, die Handschuhe. Oh, richtig gut. Okay, wir geben ihr dennoch den Smoking und lassen sie gleich anziehen. Landarbeiterkleidung war das. Ja, so erkennen wir sie doch besser wieder. Sie hat schon ihre Kochmütze. Du suchst hoffentlich keinen Ärger. Kittel. Rotes Kleid ist hier. Auch da werden... Ah, oh, sie hat auch schon ein blaues Kleid. Hey, suchst du was zum Anziehen? Man erkennt schon die Siedlungen, die unser Eins mag, dann ganz gut. Oh, ich schau mal, was du hast. Erkennt hier man daran, ist mein Angebot. Dass die Leute da schon gut angezogen sind. Da haben wir uns dann meistens länger aufgehalten schon oder uns mehr gekümmert um die Leute. Okay, was nehmen wir denn dann von ihr... Also diese sauberen blaue Kleider, die sind ja wirklich sehr rar. Aber irgendwie sauberes Jeanskleid. Ich weiß zwar überhaupt noch nicht, wie das aussieht, aber irgendwie ich muss das kaufen. Ich weiß nicht warum. Okay, wenn jemand weiß warum, wenn jemand meine Gedanken, oh mein Gott, wenn jemand meine Gedanken versteht, dann kann das ja nur nicht mal ein Psychiater versteht das. Und nicht mal ich selbst verstehe das, also wenn es trotzdem jemand versteht, oh mein Gott. Ja, immer raus damit. Kommentare, postet es, schreibt es, morst es, gibt Feuerzeichen oder Buschtrommeln. Alles ist möglich, heutzutage geht alles. Schick deine Brieftaube, ich mag Vögel. Und... Wer hat das gesagt? Preston? Preston! Ja komm, hallo. Ich rede nicht mit dir, aber einmal Hallo sagen. Preston, wie geht's dir denn hier? Ja, du musst auch nicht ins Wasser. Was brauchst du, Schatz? Oh mein Gott, nee, komm, lass uns lieber wieder abhauen. Weißt du, das wird ja gleich peinlich. Ja, mir ist nichts peinlich. Wir gehen jetzt einfach in die nächste Siedlung, bevor wir uns hier festfahren. Oh mein Gott, ich sehe gerade, wir sind am Ende. Wir sind sowas von am Ende. Wir müssen ganz schnell hier aufgeben. Die Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.